Hey Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal Flo Bowser. Bevor das Video losgeht, um nichts mehr zu verpassen, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also, im letzten Part sind wir ja hier stehen geblieben, im Forstland, wenn ihr euch noch an den Namen erinnern könnt. Und ich probiere gerade schon die ganze Zeit was aus. Ja, aber das schafft man nicht, was ich hier ausprobieren will. Moment. Vielleicht schafft man das so. Nee, auch nicht. Ich will auf jeden Fall probieren, da so hoch zu kommen. Nein! Hätte fast geklappt. Auf jeden Fall nachher. Ihr könnt das ja mal auf YouTube eingeben. Cooper Free Running in Mario Odyssey. Die werden richtig lustig später. Mit euch. Also da freue ich mich schon drauf. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, nach da oben, da kommt man easy hin. Zeige ich euch auch. Natürlich, wie alles andere auch. So, dann geht's hier erstmal weiter. Ich kletter jetzt hier mit dem... Ich wollte gerade sagen, mit Skill die Wand hoch, aber ich kletter wohl eher mit Runterfall die Wand hoch. Und wundert euch nicht, warum ich manchmal so ein paar kleine Witze mache. Mir gefällt das einfach. Ich bin auch von Natur aus schon immer lustig gewesen. Und Upsala. Zum Beispiel der hier, kennt ihr den? Also. Ja, treffen sich zwei am Telefon. Sagt der eine, was schenkst du denn deiner Mama zu Weihnachten? Sagt der, ein Restaurantgutschein mit Kino. Gültig bis Ende Dezember, sagt er. Den finde ich auch so geil. Also bis Ende Dezember, da ist ja Corona noch nicht mal vorbei. Und ich habe gerade komplett den Faden verloren, wo wir jetzt überhaupt hin müssen. Ich kann euch auch sagen, woran das liegt. Ich laber und laber und laber und laber. Hier war ich doch schon tausendmal. Herrgott. Dann wieder zurück. Hä, wie kommt man denn da hin? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Hä? Wenn ihr schüttelt, klettert ihr übrigens schneller. Falls ihr das noch nicht wusstet. Och, ich bin so dumm, Alter. Hier geht's doch weiter. Och. Also so dumm kann echt keine Sau sein. Gib mir mal. Hallo, Gumba. Ha, danke schön. So. Gumbas, kommt mal her, kommt mal her. Na. So, jetzt kommt ihr nochmal her hier. Kommt. Ah, geht doch. Jetzt haben wir die ordentliche Höhe und gehen dahin. Und die guckt uns jetzt den Mond. Dafür, genau. Die gibt uns den Mond. Zack. Und jetzt geht's weiter. Dankeschön. Erstmal die anderen Panzer hier wegballern. Zack, 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 zack. Geht doch. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich dieses Feld hier frei machen, ne? Warum treffe ich das denn nicht? Ach, geht doch. Nein. Oh, schon wieder nicht getroffen. Mensch, warum treffe ich's? Hallo? Sag mal, jetzt geht's doch. Ja, was hast du denn gestern gemacht? Ja, ich habe eine Wand gesprengt. Ja, der war nicht so lustig.
Wumms, den nach, den da oben kriegen wir auch noch. Geht doch. Ach, guck mal, mir guckt gerade live ein Abonnent zu. Cool. Wie ich diese Folge gerade aufnehme, erkläre ich euch mal irgendwann, wie das geht. Auf jeden Fall geht's. So. Und der schreibt mir gerade, dass ich einen Mond hier übersehen habe. Ja, wo denn? Bin ich gerade komplett? Ach jo, danke für den Tipp. Guck mal da drin. Meintest du den? Dann auf jeden Fall Dankeschön dafür. Könnt ihr auch gerne machen. Wie der liebe Kollege hier. So. Bum, 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 bum. Jetzt geht's weiter. Achtung. Ich habe übrigens gemerkt, bei meinem ersten Video, Mario Odyssey kommt richtig gut bei euch an. Ich habe auch schon einen Kommentar. Cool, steht da drin. Danke nochmal dafür. Und, ich glaube, wenn ich den jetzt, anspreche, derjenige weiß, glaube ich, wen ich meine. Du, zu Hause. Du schreibst mir immer in die Kommentare. Hast auch beim letzten Video cool in die Kommentare geschrieben. Also bei Mario Odyssey Part 1. Danke nochmal dafür, dass du immer dein Feedback und deine Meinung abgibst. Finde ich richtig gut. Also mach weiter so. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Bitte, ganz ehrlich jetzt. Ah, puh, das spawnt zum Glück ein Panzer. Puh. Erstmal. Jo, Kuckuck. Na, ich baller euch trotzdem alle weg. Tschüss. Was? Och, nee, die Hammerbrüder. Brüder. Hammerbrüder. Genau. Cool, in der Luft getroffen. Auch cool. Dankeschön. Achtung, ich muss da durch. Ist hier irgendwo noch was versteckt? Hier auf meinem Hauptaccount habe ich hier nie was gefunden. Hier in so Minispielräumen sind ja normal immer zwei Monde. Ich habe aber bis jetzt immer nur einen gefunden in dem Raum. Auf meinen 20 Odyssey-Accounts oder so. Wirklich, ich habe einen Koopa Freerunning Weltrekord-Account. Da war ich von 10 Millionen bei so einem Rennen, was ihr später in meinem Let's Play auch noch seht. Von 10 Millionen auf Platz 3000 oder so, von 10 Millionen. Den habe ich dann einfach Koopa Freerunning Account genannt. Und dann habe ich noch einen, da habe ich alle Monde. Dann habe ich einen, das ist mein Speedrun Account. Dann habe ich noch einen, das ist hier mein Let's Play Account. Dann hat mein Papa noch einen Account und das war's. Hi, ja. Das war richtig dumm. Naja, ist ja egal. Gehen wir hier einfach wieder hoch. Ach, schon wieder ein Panzer. Kuckuck. Kuckuck. Und Leute, falls ihr nicht wisst, wie das geht, ihr müsst diese Kugeln hier einfach zurück. Ihr müsst mit dem Panzer diese Bowser-Siegel da treffen. Guckt, ihr müsst die einfach abschießen. Zack. Nein. Warum treffen die mich nicht? Cheate ich gerade? Cheate ich gerade? Nee, ich spiele ganz normal. Ich dachte schon, ich cheate. Also cheaten heißt schummeln, falls ihr das auch noch nicht wusstet. Oh, ach, guck mal, cooles Bild. Und noch vorbeigesprungen. Super, super. Und Mario Odyssey Parts werden immer ein bisschen länger. Habe ich auch schon im letzten Video erwähnt, glaube ich. Oder nicht, ist auch egal. Die werden auf jeden Fall immer ein bisschen länger, weil das Spiel einfach gut ist. Und lange dauert. Verteidige das geheime Blumenfeld.
Mal auf meinem Speedrun-Account habe ich das ganze Spiel in 6 Stunden durchgespielt. Natürlich nicht am Stück, sondern 6 Tage habe ich für die 6 Stunden gebraucht, glaube ich. Naja, oder waren es 4? Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall weiß ich zum Glück schon, wie man diesen Boss besiegt. Ich sag ja, ich kenne das Spiel schon, es ist nur ein Einblick, falls ihr es euch zu Weihnachten wünschen wollt oder es gerade, wenn ihr Geburtstag hattet, bekommen habt und nicht weiter wisst, dafür ist das Let's Play gedacht. Wir müssen jetzt immer diese Dinger in den Kästen hier, seht ihr, da müssen wir immer mit B hoch. Und jetzt müssen wir ihn von unten immer so anstoßen, ihr seht es ja gerade. Und jetzt stößt er so Energiewellen aus, da müssen wir aufpassen. Oink. 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 Kommt noch was? Nee. Wird schon ein bisschen schwieriger. Ihr müsst nur immer die Mitte treffen. Von diesem Schatten. Von dem Schatten müsst ihr nur immer die Mitte treffen. Wie ihr es gerade hier bei mir schon seht. Oh mein Gott. Ah! Weiter kann er nicht. Guck einfach nur in der Mitte treffen, dann ist ganz easy. Wir werden auch noch in Mario Odyssey in einem Part die Boden ist Lava Challenge aufgreifen. Später in einem Land, wo ich den Namen noch nicht verraten will. Das heißt, man darf den Boden nicht berühren und muss auf alle 4 Türme klettern. 4 Türme ist schon mal ein Anhaltspunkt, wie das Land heißen könnte. Und in der Mitte ist ein großes Schloss. Und 4 Türme daneben. Falls ihr wisst, wie das Land heißt, schreibt es mir in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall, was ihr da... Auf jeden Fall haben wir das Land abgeschlossen. Auf jeden Fall... Ich sag immer auf jeden Fall, wenn ich einen Satz anfange. Auf jeden... Ey, das ist wirklich... Ich sag das immer. Ich habe mir das schon angewöhnt. Jetzt sage ich mal was anderes. Naja, gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach, ich wollte sagen, jetzt reisen wir ins nächste Land. Das Seeland. Tata! Das Video überspringe ich auch. Ich überspringe mal alles, sonst dauert mir das zu lange. Reisetipp, bewege den Joy-Con-Controller, das wird uns bestimmt weiterhelfen. Ach, die Zeitung ist so blöd. Nee, ich habe auch keinen Bock, dir da draus zu erzählen. Lass uns einfach weiter. Das nehme ich als Thumbnail. Das sah geil aus. Oder? Brudels über dem See. Mit diesem Kapitel, Brudels über dem See, geht's in der nächsten Folge weiter. Deswegen würde ich sagen, falls dir diese Folge gefallen hat, kannst du auch gerne für den YouTube-Algorithmus und für meine Unterstützung gerne ein Like dalassen, also einen Daumen hoch. Und falls du nichts mehr verpassen möchtest und immer auf dem neuesten Stand up-to-date bleiben willst, abonniere mich doch gerne kostenlos und aktiviere die Glocke. So, und wer das Seeland auch so cool findet wie ich, weil ich feiere das wirklich richtig, der kann auch mal gerne noch ein Like da lassen. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!